Ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich euch etwas über Laktoseintoleranz erzählen möchte. Ich war vor kurzem mit ein paar Freunden bei schönem Wetter unterwegs. Wir waren Eis essen und Milchshakes trinken. Richtig schöner Tag und irgendwann kam natürlich die Diskussion, was ist eigentlich Laktoseintoleranz? Ein paar von meinen Freunden sind Laktoseintolerant und ich war wirklich sehr erschrocken, dass selbst die nicht mal wussten, was eigentlich Laktoseintoleranz ist. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal dieses Video, um ein für alle Mal zu klären, was das eigentlich ist. Und ich möchte hier jetzt nicht darauf eingehen, dass viele das für eine Modeerscheinung halten, dass, man, dass die meisten gar nicht Laktoseintolerant sind, sich das nur einreden oder dass auch alle Säuglinge Laktose vertragen und mit der, erst mit dem Alter nimmt der... Die Anzahl der Enzyme ab und deshalb verträgt man es nicht. Ich glaube, es ist auch so, dass in China die meisten Erwachsenen, also 94 Prozent, sind Laktoseintolerant. In Deutschland sind es gerade mal 15 Prozent. Die Zahlen jetzt nicht so eng nehmen. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Ich meine nur so ungefähr wäre das. Aber das alles interessiert in diesem Video erstmal gar nicht, sondern mir geht es wirklich nur darum, was ist eigentlich Laktoseintoleranz? Ja, dafür sollten wir erstmal klären, was ist eigentlich Laktose? Laktose, das ist ein Zucker, ein sogenannter. Disaccharid, also ein Zweifachzucker. Und der besteht aus zwei Monosacchariden, also zwei Einfachzucker, ist ja auch irgendwo logisch: einmal aus Glucose und einmal aus Galactose. Und Menschen, die Laktoseintolerant sind, denen fehlt das Enzym Lactase. Und Lactase ist in der Lage, das Ganze aufzuspalten. Das heißt also. Da wird dann einmal ein Einfachzucker hier draus. Das ist einmal zum Beispiel die Glucose und hier hätten wir dann die Galaktose. Und alles ist schön. Mit der Hilfe von dem Enzym schreiben wir auch mal ganz kurz auf: Laktase. Das spaltet also dieses, diesen Disaccharid und dann kann der Körper diesen Zucker dann verarbeiten. Glucose und Galaktose ist gar kein Problem. Das kriegt er alles ohne Probleme hin. So. Übrigens, wenn jetzt diese tollen Tabletten, die man. In der Apotheke oder auch mittlerweile im Supermarkt bekommt, da ist wirklich dann dieses Enzym-Lactase drin. Und das hilft dann dem Körper, dieses, diesen Disarid zu spalten. Ja, so. Bei Menschen, die denen dies, das Enzym fehlt oder die keine Tablette genommen haben, was passiert da? Im Magen erstmal noch gar nichts. Außer man reagiert wirklich sehr empfindlich darauf, dann kann es wirklich schon zum Erbrechen kommen. Aber das eigentliche Schauspiel ereignet sich im Dickdarm, das heißt, im Dünndarm. Das, machen wir hier. das ist der Dünndarm, da passiert noch nichts, also durch den Dünndarm läuft das einfach alles schön durch und dann erst im Dickdarm, da geht es richtig rund, denn im Dickdarm, da befinden sich dann Bakterien, die in der Lage sind, diesen, ich mal das jetzt mal ein bisschen einfacher, diese Laktose zu spalten. Und wenn die Bakterien das Ganze spalten, dann entstehen Gase. Und diese Gase führen dann natürlich zu Unangenehmen Blähungen, was aber noch nicht das ganze Hauptproblem ist. Denn alleine die Anwesenheit der Laktose führt dazu, dass in den Darm Wasser hineinläuft. Das kennt man vielleicht noch der eine oder andere. Das ist die berühmte Osmose oder Diffusion. Also das dadurch, dass die Konzentration von Zucker hier im Darm größer ist als außerhalb vom Darm. Wird das Wasser gezwungen, hier reinzulaufen? Es versucht einen Konzentrationsausgleich und dann sammelt sich ganz viel Wasser im Dickdarm an, was nicht so sonderlich gut ist, denn eigentlich sollte im Dickdarm genau das Umgekehrte passieren, nämlich das letzte Wasser aus den Resten herausgedrückt werden. Wenn sich hier viel Wasser ansammelt, hat man ganz viel Volumen im Dickdarm. Das führt natürlich dazu, dass man öfters aufs Klo muss und das viele Wasser sorgt gleichzeitig noch dafür, dass es halt zu Durchfall kommt. Was außerdem noch dazu kommt, ist, dass sich halt hier Blasen bilden durch die Blähungen und durch die Wassereinlagerung. Und dann hat man wirklich das, das Gefühl, man hat richtige Darmkrämpfe. Und das kann sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schmerzhaft sein. Also das sind die Auswirkungen der Laktoseintoleranz. Nochmal zusammengefasst, jemand, der Laktoseintolerant ist, dem fehlt das Enzym Laktase zum spalten dieses Disaccharids. Das ist halt... Erstmal alles unbedenklich, bis es dann im Dickdarm landet und dann wirklich das Wasser hineinläuft, die Blähungen entstehen und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Ja, das war es von mir. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Laktoseintolerant? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Was sind so eure Erfahrungen damit? Und was mich am meisten interessieren würde, das finde ich nämlich immer ganz interessant: was könnt ihr essen, was könnt ihr nicht essen? Denn so wie ich das mitbekommen habe, ist es immer ein ganz, ganz großer Unterschied. Ob man jetzt Käse isst, Milch trinkt, also das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das eigentlich wäre. Wäre nett, wenn ihr mir da auch ein bisschen helfen könntet. Und wenn nicht, hören wir uns einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin macht's gut und tschüss.